Bei den Wölfen haben wir beim letzten Mal aufgehört und da machen wir heute auch direkt weiter. Und deswegen sag ich herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Die gute Dame ist jetzt noch alleine, aber es wird jetzt schon ein Kollege hier gleich einkehren. Da ist er auch schon. Ich habe nochmal eingekauft. Einen männlichen Wolf gibt es noch hinzu. Und jetzt haben wir wenigstens schon mal ein paar hier drin. Aber wir müssen auf jeden Fall das Gehege noch fertig machen. Und irgendwie sieht das doof aus mit dem Schnee nur links. Der muss auch rechts hin. Und deswegen kopieren wir erstmal ein paar Heizgeräte. Oder besser gesagt Klimageräte. Einmal, zweimal, dreimal. Und pinseln jetzt mal ein bisschen Schnee darüber. Gehen hier mal auf 40%. Und machen wir das mal so ein bisschen weißer. Ja, das mit diesem Erdweg, das war ehrlich gesagt nicht so gelungen. Aber der kommt jetzt wieder weg. So, das ist jetzt ein bisschen zu deckend. Ich möchte es eigentlich nur so ein bisschen angedeutet haben. Deswegen geht nochmal ein bisschen Erde wieder drüber. Mit vielleicht 20%. Und genau so soll das ausschauen am Ende. Wunderbar. Und hier ist auch noch ein bisschen zu weiß. Das können wir auch noch mal ändern. So, wunderbar. So schaut das aus. Und hier ist jetzt die Frage, was ich mir da gedacht habe bei dieser Kante. Wahrscheinlich gar nichts. Insofern kommt die auch weg. Füllen wir einfach auf. Müssen wir dann auch gleich nochmal mit Schnee nacharbeiten. So. Schnee wäre gut. Und jetzt gehen wir nochmal mit Erde drüber. So. Machen es noch ein bisschen gleichmäßiger. Und dann würde ich sagen, ist das soweit okay. Hinten fehlt Klimagerät, würde ich sagen. Ist jetzt aber auch okay, oder? So, wir müssen hier oben noch ein bisschen einen schönen Auslass bauen. Da können wir mal ein paar Schneefelsen hinlegen. Weil irgendwoher muss ja auch dieser Wasserfall kommen. Und dann gucken wir mal, ob wir das schön hinkriegen in der Kürze der Zeit. Das sieht nichts aus. Zweimal der gleiche Stein nebeneinander. Nicht an der Stelle. Können wir denn hier noch? Können wir damit was arbeiten? Ich weiß noch nicht so ganz, ob mir diese Schneefelsen wirklich gut gefallen. Muss ich mir noch eine abschließende Meinung bilden. Bis jetzt habe ich sie ja noch nicht verwendet, weil ich eben genau da unsicher war an dem Punkt. Und wir müssen aufpassen, dass in irgendeiner Weise die Wölfe auch weiterhin hier drüber laufen können. Nicht, dass wir denen jetzt hier den passierbaren Weg zu machen. So ist das schon mal fast okay. Wir schauen mal. Ja, damit können sie nicht so viel anfangen. Da kommen sie nicht mehr durch. Also müssen wir ein bisschen korrigieren. Das reicht auch schon.
Wunderbar, so ist das gut. Hier können sie drüber. Jetzt könnten wir noch überlegen, ob wir hier eine kleine Brücke bauen. Dass sie auch noch mal ein, zwei Mal übers Wasser gehen können. Das machen wir auch hier. So, 4 Meter. Die ist noch kürzer. Das ist in der Tat schon irgendwie die Kippte. Die bringt mich nicht weiter. Arbeiten wir mit dieser hier mal. Ich würde sagen, die legen wir mal hier an. Bauen hier noch eine dran. Und eine letzte. Die muss natürlich ein bisschen geneigt sein. Ich glaube, der Winkel ist ein bisschen arg. Obwohl, nee, ich brauche die letzte gar nicht. Moment. Machen wir anders. Machen wir genau so. Einmal checken, ob die Wölfe damit was anfangen können. Noch nicht ganz, okay. Dann setzen wir die beiden doch noch ein Stück hoch. Nächster Check. Okay, das funktioniert. Und dann können wir gucken, ob wir hier unten in dem Bereich noch eine hinbauen. Vielleicht war das auch ein bisschen die Absicht gewesen hier an der Stelle. Nein, war es nie gewesen, aber wir können es natürlich nutzen. Entschuldigt bitte, ich musste einmal kurz husten. Wir legen in der Tat hier noch eine Brücke irgendwie rüber. So, das mit dem Schnee regeln wir gleich noch. Das sollte man immer erst am Schluss machen, ne? Memo an mich. Und jetzt nehmen wir wieder die hier. Die ist ja immer, immer gut geeignet für sowas. So, geben der jetzt mal 30 Grad hier rein als Winkelausrichtung. Das können wir so gut drehen. Das könnte für die Wölfe zu viel sein. Und das war gar nichts. So müssen wir es tun. Jo, so sollte das klappen. Dann drehen wir mal wieder zurück. Dann können wir auch schon runtergehen, denke ich. So. Ist gut. Und noch. Ja, das letzte Stück. Das ist jetzt nicht ganz so gut mit dem Hang hier in Verbindung zu bringen.
Dann müssen wir nochmal gleich ein bisschen nacharbeiten. So, lassen wir es gut sein. Dann senken wir nochmal ein bisschen hier. Heben nochmal ein bisschen da an. Senken nochmal da. Dann ist es doch eigentlich soweit. Okay, jetzt können wir hier nochmal ein bisschen unterstützen wieder. Jetzt hier nicht so ganz Bombe. Okay, und jetzt machen wir nur noch die Korrekturen des Geheges. Na, hier flachen wir noch ein bisschen ab. Sonst verlieren wir wahrscheinlich Fläche, wo die Wölfe laufen können. Hier machen wir es noch ein bisschen schöner. Dann machen wir das mit dem Schnee. Bringen wir das mal wieder in Ordnung zum fünften Mal. Das klappt gerade nicht so toll. Ah, machen wir es einmal richtig. Fangen wir andersrum an. Fangen wir erst mit der Erde an. So. So ist das doch okay, glaube ich. Und wir gucken mal, ob ihr damit arbeiten könnt. Das macht jetzt eigentlich überhaupt keinen Sinn hier. Müsste aber trotzdem klappen, denke ich mal. Werden wir beobachten auf jeden Fall. So, wir haben Brücken, wir haben Felsen. Es fehlt irgendwie Bepflanzung hier in dem Ganzen. Und jetzt sind wir natürlich wieder einigermaßen an die Tundra hier gebunden. Mal gucken, wie weit wir kommen. Aber wir haben drei Kontinente. Das macht es ein bisschen einfacher. Gehen wir mal hier rein. Filtern nach Kontinenten. Haben Europa dabei. Haben... Wo? Da Nordamerika. Haben Asiatisch. Und nebenbei Biomen die Tundra. Finden gar nichts. Was ist da los? Alle mal zurücksetzen. Nochmal neu. Die Tundra bitte. Da kommt nichts. Leute, Leute, was ist denn da schiefgelaufen? Müssen wir nochmal gucken. Wer kommt denn hier? Wieso? Wovon, was war mit dir? Wo warst du? Also, wir setzen die Filter nochmal zurück. Ach, Mist. Alles klar, jetzt haben wir es doch. Also, Tundra. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? Und schwupps, da haben wir auch schon alles. Jetzt können wir hier mit ein paar mehr Bäumchen arbeiten. Und wollen aber auch erstmal gucken, wie viel die denn brauchen. Wo seid ihr da? Bei den Wölfen ist es vollkommen egal, okay. Wollen wir denen aber auch den Platz nicht zu sehr einschränken? Wir denn hier Schönes machen? Mal so ein bisschen Flechte wieder irgendwo. Schön hier ans Wasser lang.
Es ist in der Tat echt immer wenig Auswahl hier bei Tundra. Hinten so eine kleine Faulbaumecke, von da guckt eh keiner mehr rein. Eiselbeeren. Und unter die Brücke hier. Und die sind jetzt am Hang hier nicht so schön. Da schauen wir doch mal, ob wir damit was machen können. Rentierflechte, Rentierflechte, Rentierflechte. Also das ist echt in der Tat ein bisschen mager. Das geht nicht mehr direkt in die Gehegewertung rein, aber macht es trotzdem ein bisschen schöner vielleicht. Nur noch so Kleinkram hier. Also wie man mit diesen Dingern hier gut dekorieren soll, weiß ich auch noch nicht so ganz. Und noch einen großen daneben irgendwie. Und wollen nicht vergessen, wie es mit den passierbaren Bereichen ausschaut. Euch schon wieder verkrochen. Ja gut, da haben wir noch nicht viel Einschränkungen. Hier können wir noch ein bisschen das Gelände bearbeiten. Da kommen sie nicht ins Wasser rein, okay. Aber da können wir auch nicht mehr viel machen. Dann ist es halt so. Die Oberflächenausrichtung muss jetzt mal weg. Da ist der nächste. Haben wir hier oben noch genug Laufwege? Ja. Hintenrum können sie auch gerade noch, das ist okay. Hier ist eh schon nichts mehr, wo er langlaufen kann. Ob wir noch irgendwie eine Lerche hinbekommen. Hier sieht man nicht gut. Das wäre nicht so clever. Da wollen die Leute auch schauen. Stellen wir noch eine kleine hier vor. So, wir wollten noch die Barriere anpassen. Die Frage, wie wir es genau machen wollen. Da müssen wir noch eine einziehen, das wird sonst nichts. Das machen wir mal anders.
Da gehen wir mal ein bisschen kürzer. Aber wahrscheinlich kommt da eh kein Wolf rüber. Schauen wir uns einmal an. Doch, kommt sogar. Wunderbar. Ist die Frage, ob wir es nicht noch ein bisschen größer machen sogar. Dann können wir denen auch noch den Rest vom Platz hier geben. Was machen wir denn hier noch Schönes hin, dass sie einen Grund haben, hier rüber zu kommen? Hier noch eine kleine Piñata. Dann gehen wir noch ein bisschen ans Gelände hier ran. Das ist einfach noch mal ein bisschen wilder, ein bisschen rauer. So, die Piñata hat natürlich wieder so einen Flachgeländebereich um sich. Können wir jetzt nicht viel dran machen. Quatsch, da wollen wir hin. Die Erde ist es schon. Bisschen Fels, bisschen Erde mit drüber. Das reicht an der Stelle. Das sieht so gar nicht so schön aus, wie ich eigentlich dachte. Hier können wir noch ein paar Pflanzen hinstellen. Hier um den Pfosten rum. Das ist doch eigentlich auch eine ganz gute Idee. Ziehen wir auch nochmal hier rüber. Okay, und jetzt könnten wir hier eigentlich auch nochmal dafür sorgen, dass diese Barrieren ein bisschen rund sind. Ach, das geht mit denen gar nicht, gell? Dann lassen wir es einfach so. Und weg. Machen wir nochmal neu mit hier nur 8 Metern Länge. Dann kommen wir ein bisschen besser um die Kurve. So, Glas war jetzt nicht gerade mein Material, muss ich ganz ehrlich sagen, was ich mir hier gewünscht habe. Machen wir nochmal weg. Und ändern es noch einmal. Dann ist auch das ein bisschen besser. Hier können wir den Weg vielleicht nochmal um die Ecke ziehen. Mitarbeiterweg ist nicht das Richtige hier an der Stelle. Ja, sehe ich ein. Na, Snap Points, das klappt gerade nicht gut. Alles klar. Jetzt sollten wir uns nochmal um Bildungseinrichtungen kümmern. Das machen wir heute mal tatsächlich im Video.
Fangen wir hiermit an. Ach, Müll. Ne? Da hängt es ein bisschen blöd. Das nehmen wir weg. Das müsste eigentlich auch mit der Leertaste gehen. Geht zumindest in der Hilfe. Wo sind wir denn? Da sind wir von der Höhe. Okay. Das basiert sich jetzt aber auch nicht dafür, dass ich keine Winkelausrichtung mag. Ich will keine Winkelausrichtung, das ist doch nicht so schwer. Naja. Geht doch mal weiter. Was ist denn hier das Problem, liebe Leute? Hä? Kann es sein, dass ihr einfach ein bisschen dumm seid? Unglaublich. Wisst ihr was? Das stellen wir gar nicht hier hin. Doch, ich wollte es gerade hinter die Mauer stellen. Aber das ist auch keine gute Idee, glaube ich. Jetzt irgendwie gerade ein bisschen nervig mit den Dingern. Wir probieren es mal von der Seite auszustellen. So. Und ans Ende. Ach nee, eigentlich reichen zwei im Tunnel, oder? Wird ja schon jeder geschnallt haben, dass es hier Wölfe gibt. Eins noch auf die Brücke hier. Auch das habe ich nicht sehr gut platziert. So ist besser. Ah ja, wunderbar. Und dann platzieren wir dich auch nochmal um. So, irgendwo hier rüber, genau. Haben wir das jetzt? Bauen wir noch die Lautsprecher. Fangen wir mal hier an. Die Wölfe wollen wir auch nicht zu sehr stören damit. Da müssen wir auch aufpassen. Und die lassen sich nicht mehr so gut kopieren, wie es mal irgendwann der Fall war. Irgendwie verlieren sie immer die Info über das Tier. Müssen wir jetzt alles einzeln machen. Wendenbüchsen werden auch gleich noch kommen. Jump the nanny at St. Louis.
Ja, hier gehe ich den Würfen wahrscheinlich schon ein bisschen auf den Geist. So. Hier fehlt Strom, okay. Dann müssen wir auch noch was unternehmen. Setzen wir jetzt, ja, einfach mal so hier hin. Das muss gehen, also einmal Strom. Brauchen wir jetzt dafür wieder ein kleines Kraftwerk oder kriegen wir das mit dem hier noch hin? Ganz knapp nicht. Dann gucken wir uns das nochmal an, wie wir das machen können. Verteilen können ohne. Dann gehen wir halt den Wölfen ein bisschen auf den Geist. So, dann können wir hier ein bisschen kleiner machen. Oder besser sogar weg. Und das so. Und so, und dann passt das auch. Okay, Spendenbüchsen brauchen wir noch. Da muss eine hier neben den Geldautomaten direkt. Ja. So. Nicht zu viele. Gibt ja auch niemanden was. Hier auf die andere Seite. Weg von der Straße. Hier ist es wahrscheinlich nicht möglich. Doch, aber es sieht nicht gut aus. Machen wir das hier so. Und dann nehmen wir noch ein paar Bänke. Und da gibt es keine, nehmen wir die Arktik. Eigentlich gerne außerhalb des Wegs haben. Ja, da passt noch eine. Da ist es einfach nicht schön. Hier machen wir den Weg noch einmal hübsch. So, auch erledigt. Ist das Wolfsgehege? Es ist mir noch ein kleines bisschen kahl. Vielleicht können wir noch ein bisschen was mit Steinen machen. Filter kommen mal weg. Wir nehmen den Tundra-Stein. Gucken mal, ob wir hier noch ein bisschen was platzieren können. Dass es noch ein bisschen hübscher wird. Nicht mit dem auf jeden Fall. Einfach nur, dass wir noch ein bisschen Abwechslung hier reinbringen für die Optik.
Wenn wir jetzt ein bisschen begehbaren Bereich verlieren, ist das, glaube ich, gerade auch nicht so ganz schlimm. Wir sollten mehr als genug Platz in dem Gehege hier haben. So, lass uns mal gut sein. Damit nur ein bisschen Auflockerung hier noch reinkommt. Geht noch ein bisschen mehr. Vielleicht können wir hier drüben noch irgendwann was machen. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, bin fürs Erste zufrieden. Jetzt können wir das Gehege noch ein bisschen mit Leben füllen. Ein paar Wölfe noch reinbringen. Guck mal gerade, was im Angebot ist. Aber ich will auch eigentlich nur echt gute Tiere haben. Ich habe schon viel zu viele Kompromisse hier. Ah, das ist echt irgendwie alles nicht so toll. Hier ist ja bei den Wölfen das Geschlechterverhältnis einigermaßen egal. Na, was soll's. Bronze ist okay. 1, 2, 3. Hauptsache, wir kriegen den Laden hier mal voll. Okay. Wolfsgehege. Jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter als nächstes? Soll ich hier noch was tun? Ich könnte mich natürlich noch um das Dach hier jetzt kümmern. Das machen wir aber nicht mehr heute. Ich glaube, da machen wir nochmal eine kleine kurze Folge. Eine ganz, ganz kurze Folge. Machen nur das Dach. Und dann machen wir vielleicht mal einen Tag Pause. Und ihr sagt mir, ob ihr dann lieber den Isabelbär oder das Rentier als nächstes sehen wollt. Dann machen wir auch nochmal eine kleine Umfrage auf dem Community-Tab. Och nö, hier im Video würde ich sagen. Machen wir hier im Video. Jetzt. Exakt. Und dann könnt ihr mal abstimmen, was ihr als nächstes sehen wollt. Jo, wir machen hier eine Pause. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Dann bitte Däumchen hoch. Und gerne beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dann, euer Matze.